Leute, ich muss euch sagen, ich mag das Game, aber das Game hat auch ein Problem. Und zwar ist das ein richtig krasser Hardwarefresser. Ich muss DLSS aktiviert haben und auf Leistung stellen. Andernfalls läuft meine Grafikkarte, ja nicht heiß, aber wenn die 100%ig ausgelastet ist, bedeutet das für die Aufnahme und es bleibt auch wirklich so, es ist richtig krass. Deswegen habe ich gerade schon eine Aufnahme verloren und ich dachte erst, es läuft wunderbar, bin richtig amüsiert, aber nein. Dann habe ich auf einmal festgestellt, dass ich massenweise Frames verloren habe. Bei der Aufnahme jedenfalls, total krass. Aber die Grafikkarte die ganze Zeit auf Maximum lief, weil ich die Grafik hier anstatt Leistung habe ich auf Qualität gewählt. Und der Unterschied ist spürbar. Spürbar. Mal gucken, ob die Frames diesmal mitmachen. Aber echt, ist schon unverschämt. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Das ist richtig krass. Also DLSS, wenn ihr ein Nvidia habt, boah, das bringt's voll. Und man sieht das gar nicht so extrem, den Unterschied. Man muss schon genau hingucken. Sieht schon sehr nice so aus, aber leider, leider ist das mit einer 2070 und einem CPU und so ein so ein i7 8700K, so ein gutes altes Schätzchen. Und dazu noch aufnehmen und zocken etc. Läuft nicht so gut. Ja gut, auf jeden Fall gibt es jetzt hier eine Nebenmission. Und die heißt der Champion. Wenn ich mich recht erinnere, ja, der Champion. Und der Champion ist ein gepimpter Typ, so wie es aussieht. Ich glaube, der will mir direkt auf die Fresse hauen, oder? Ah, da ist er. Das sieht aus, als dürfte ich gleich gegen... Ja. Guck mal, die jubelt schon alle. Scheiße. Soll ich der Champion sein? Ja, cool. Egal, hauen wir rein. Well, well, what have we here? Another hopeful contestant. What's that? Humble Ivan? What bullshit story did he spin on you this time? Ja, ich bin bereit für etwas Unterhaltung. Damit meint er nicht mich, oder? Wow. Ach komm, wir wechseln auf Raketenwerfer. Oh, oh, oh. Die Faust ist noch nicht aktiv. Da war sie aktiv. Bist du früh? Hier, die Drohne, du sollst auch den Job machen. Da hab ich dich doch. Warum nicht so gute Wahl, die Drohne zu nehmen, ha? Huh? Egal, jetzt müssen wir damit metzeln. Warst du schon? You're alive. That's never happened before. And we're all out of ferals, too. You just flatlined my entire batch, you bloodthirsty bastard. Ivan's supposed to send me victims, not fighters. That backstabbing, ungrateful. Huh. Ich hätte mehr erwartet. Ich hatte mehr erwartet. Ja gut, egal, gleich die nächste. Denn da hinten wartet noch einer. Der ist wohl auf Zack hat. Da, dieser Kerl. Also auf zur Schneide. Auf zur Schneide. Die Schneide, genau. Die Schneide ist ein super hartes Pflaster. Hier sind die Gegner Level 25 und höher. Das ist richtig heftig gewesen. Als ich das erste Mal hingekommen bin, wurde ich einfach nur niedergeschmetzelt.
gerade derselbe Scheiß passiert mir schon wieder. Muss ich überhaupt dahin? Ja, das war wohl der richtige Weg, oder? Die Schneide, Leute. Die Schneide hat es in sich. Ne, hier ist falsch. Hier bin ich falsch. Ah, diese Beutedrohne ist jetzt nicht der Bringer. Ich bin etwas enttäuscht von dir, Jungchen. Ich würde sagen, das wechseln wir mal eben schnell. Die Beutedrohne. Was wäre denn cool? Die Spiderbots wieder? Oder die Klingen, wenn mir jemand zu nahe kommt? Dafür muss ich aber ran an die Gegner, was ich nicht will. Eigentlich sind die Spiderbots eine gute Ablenkung. Nehmen wir die. Gefährlich. Ich habe auch noch keine Gegend gesehen, wo die solche Energiewaffen hatten, wie ich die benutze. Mit diesem Zielverfolgungssystem. Das ist nur hier in der Schneide so. Da sieht's, da ist ein Boss. Aber ein richtiger Boss. Ein richtiger Boss. Oh, der Boss hat mich schon gesehen. Oh, was ist das denn? Scharfschützen. Kleiner Scheiße, ey. Der Boss ist gestorben, oder? Er ist verbrannt. Ne, da ist er noch. Oh, er hat richtig aus. Aber jetzt ist er down. Ja, der Typ. Der Kerl. Der Kerl war nicht lange ein Kerl. Jetzt ist er eine Heulsoße. So, weiter geht's. Der Champion haben wir gemacht. Das Rezept. Neue Gegend. Der Kerl. Ah, die können wir eben abgeben. Okay. Dann machen wir das. Ab nach Klasse 13. Ich bin Grateful Abbott. Und oh boy, do I have a feed for you. Things got unusually rowdy in Corp Zone tonight, when a brawl at the Dream World Club turned intensely lethal. Nothing. So, wir müssen da oben hinlaufen nach Stimtown. Achso, ich dachte, ich muss nach Klasse 13, hab ich mich verguckt. Der Champion-Ding ist alles in Stimtown, also im Rotlichtmilieu. Stimtown, Stimtown, Stimtown. Ja, die Missionen sind, wie ihr gesehen habt, töte etwas oder bringe etwas, also die Nebenmission. Das ist nicht so der Bringer. Das Spiel macht an sich richtig Laune, aber ich nehme mal an, dass ich glaube ich keine zweite Runde zocken werde. Also Wiederspielwert ist jetzt so die Frage, ne? Wie hoch ist der Wiederspielwert? Erstmal zum Scheiß aus hier. Oh, you're alive. Excellent. I made quite a bit of Eucret secretly betting on your survival. Sorry about the white lie earlier. It was necessary to get you into the cave. I've been sending Kaiser hapless victims for a while now. Setting him up with, of course, you should have a little something too. Now I should make myself scarce before Kaiser's people come looking. Bist du ein Champ? Yeah, ich bin der Champ. Mission accomplished. Success. Man, oh man,
man, am I glad to hear that. For at least as easy as you can rest around me. How long was a major pain in the ass? Unerträglich war der Typ. Ja, der soll immer alles kaputt gemacht haben. Ein typischer Rabauke. Thinking they can just barge on in and take whatever they want. I mean, we're all tolerant up to a point around here. But then these guys take it too far. Glad we got people like you to set things straight, though. Ein guter Mann, ne? Hopefully gute Frau. Get back to normal around here. At least for a little bit. Ich gern gemacht. So, das hätten wir erledigt. Jetzt haben wir noch Plug and Play, doppelte Ladung haben wir schon seit Ewigkeiten. Das Rezept und die Hauptmission ist auch in der Richtung. Also müssen wir eben noch diese beiden Sachen hier machen. Wo auch immer das ist. Da. Eine neue Gegend. Da komme ich noch gar nicht hin, oder? Plug and Play. Das Rezept. Hm? Das Rezept hat mehrere Stellen, wo ich hin muss. Oder wie, oder was? Hm? Hm? Ist das alles das Rezept? Ja, ist alles das Rezept. Was ist denn daran so besonders? Es ging doch um eine Suppe. Aber dass ich in drei Gegenden was abschlappe, da eine neue Gegend. Dahin und dahin, wo ich auch noch nicht war. Der abgespaced. Plug and Play will, dass ich nach zur Hauptstraße gehe. Okay. Na gut. Ist nervig, wenn man eine Folge verliert. Das Spiel ist sowieso nicht so lang und das zerstört natürlich die komplette Atmosphäre. Das ist natürlich so nicht geplant, ne? Nervig. Die Bewegungsunschärfe, oder? Diese Schlieren? Oder liegt es an diesen DLS? Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Habe ich ausgeschaltet alles? Machen wir mal Schattenreflexion. Machen wir mal auf Qualität. Mal sehen, was passiert. Und trotzdem da. Dann liegt es wohl noch was anderem. So, bescheuert ist, es gibt eine Option namens, sorry Jungs. Dass die sich überhaupt mit mir anlegen, ne? Ich meine, die sind Level Nothing für mich jetzt mittlerweile. Spielt gar keine Rolle mehr. Kann sich gar nicht gegen mich verteidigen. Total Quatsch. Cooler Typ, ey. Na. Boah, heftig. Die Knarre macht fett Pain. Macht böse Aua.
So, hier angekommen, können wir uns jetzt... schon wieder eine Mission gibt's da. Es gibt echt viele Nebenmissionen mittlerweile. Also immer wenn man eine neue Gegend entdeckt oder kurz davor ist, zu einer neuen zu kommen, wenn das Spiel darauf hinausläuft, dass du einen neuen Bereich entdeckst, dann warten wieder haufenweise Nebenmissionen. Wobei die sich fast nur ausschließlich darauf beziehen, finde etwas und töte etwas. Though it pains me to ask, you just might be able to. I'm in the import-export business, you see. I buy and sell water. Luxury water. The very best. Well, perhaps buy isn't quite the right word. More like the water goes to the top. The very top. To the pit where my quite discerning clientele wants, dare I say, expects. We seem to be running a bit low at the moment, however, so I was thinking. Perhaps you can make a trip for me? Replenish my stuff? Wonderful! Now, I doubt your rather blunt taste buds and your, quite barbaric sense of smell would scarcely be able to appreciate. So dubbed, the elixir of the gods by my oh-so-discerning clientele. Elixir der Götter. You don't need to taste the stuff, as it really is easy enough to identify. The water comes from a bathhouse, you see. Specifically, the bathing pool where all the Corwins like to relax after work. Ach du Scheiße. We don't know what it is exactly, but there seems to be something about those Corwins detoxing, as it were. And thus we get all that residue just floating around in the pool. That, mixed with the groundwater, the natural sediment, whatever else, gives us the elixir of the gods. Or so they say. So all you have to do, my new friend, is simply head to the bathhouse to look for a bathing pool with an abnormally high concentration. Collect a sample from there and bring it on back. Easy enough? Ja. Ist ja voll eklig. Sorry, aber was stimmt nicht mit euch? Nur kranke Scheiße, wohin man blickt. Der Knoten. Der Knoten. Ja, wer SN, wer sehr SN vernünftig zocken will, am liebsten noch in WHQD, geschweige denn 4K, der braucht schon eine dicke Kiste. Mit einer 8 GB Grafikkarte und einem CPU der Intel-Reihe aus der 8. Generation da ist es nicht, also es läuft ja, seht ihr, läuft ja eigentlich ganz gut. Aber es geht noch mehr, bessere Auflösung, ohne DLSS, sieht es natürlich noch schicker aus. Aber dann klappt das hier zusammen. Ich hab's mir fast gedacht. Okay. Auch nicht schlecht. Wir müssen mal ein paar Roboter von ihren Teilen befreien. Auch nett. Schrottland. Willkommen im Schrottland. Das Schrottland. Ah, das wird nicht richtig dargestellt, oder? Schwämme und so weiter. Kann ich jetzt nicht genau identifizieren. Ich war gerade Knoten. Doch, passt. Knoten war ich gerade und jetzt bin ich hier im Schrottland. Wir sind hier, direkt neben uns liegt eine Kiste irgendwo. Und da ist das Ziel. Supi.
Ja, dann. Dann würde ich sagen, machen wir aus der 20-Minuten-Geschichte und das Gemetzel geht dann gleich weiter. Bis gleich, Jungs und Mädels.